Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zur Coffee Lecture. Ja, heute geht es um Selbst- und Zeitmanagement. Den Vortrag hält meine Kollegin Annette Wiesenhütter von der Bereichsbibliothek Architektur und Kunstwissenschaft der TU Berlin. Dann kann ich auch nur sagen, ich freue mich auch, dass so viele hier vor Ort sind und auch online. Hier im Raum sind Handouts ausgelegt und Stifte. Einfach nur mit dem Gedanken, oft bei so Vorträgen, wo es dann auch um die Reflexion vielleicht vom eigenen Leben geht oder von Zeitplänen, fallen einem gleich Dinge ein. Das ist dafür gedacht, dass sie das gleich aufschreiben. Danach ist es nämlich wahrscheinlich wieder weg. Und ich empfehle allen zu Hause auch sich vielleicht einen Zettel und einen Stift. Vielleicht ist es nur ein Wort, das man sich notieren möchte. Deswegen liegt es hier schon bereit. Das Handout wird dann nachher online zur Verfügung gestellt und auch in den Chat gestellt. Da stehen eigentlich nur Erinnerungshilfen drauf. Was wichtig ist, sind die kleinen Ideen und Samen, die ich heute hoffentlich sehe. Also es geht um den Überblick. In gut 20 Minuten kann ich nicht irgendwie Selbst- und Zeitmanagement komplett erklären und aller Leben umkrempeln und danach sind wir alle total top, sondern ich kann nur Ideen streuen, ich kann Denkanstöße geben und vielleicht ein bisschen weitergeben, was ich bisher gelernt habe oder an dem ich immer noch arbeite. Mir hat das Bild vom Schwimmen ein bisschen gefallen. Also manchmal, gerade wenn man viel Stress hat, hat man das Gefühl, man ist wie so ein Schwimmanfänger im Becken und strampelt, damit man nicht untergeht und hält so gerade noch den Kopf über Wasser. Wenn man aber Schwimmer beobachtet, die so ganz ruhig durch den See gleiten, dann sieht man kaum Bewegungen, aber die gleiten einfach nach vorne und es sieht überhaupt nicht anstrengend aus. Und ich finde, das kann man total gut auf Selbst- und Zeitmanagement übertragen. Denn es soll sich nicht wie Strampeln anfühlen, sondern wir sollen gleiten. Wir sollen mit der richtigen Technik gut vorwärts kommen, uns dabei vielleicht gar nicht so viel anstrengen. Und was mir besonders wichtig ist, wir sollen Ruhephasen, Pausen dazwischen haben. Denn das heißt, wir haben Schwung und gleiten einfach so dahin. Das ist ein Prozess. Man kann immer dazu lernen. Deswegen mache ich sehr gerne diese Veranstaltung, weil ich dabei immer wieder selber nachdenke, was denn eigentlich so gerade, ob ich da noch auf dem richtigen Trip bin. Genau, also das nur als Denkanstoß, wenn Ihnen vieles einfällt, keine Sorge, das darf Zeit nehmen. Man hat noch ganz viele Jahre hoffentlich vor sich, wo man das trainieren kann. Und es ist auch eigentlich egal, ob ich studiere, arbeite oder was auch immer ich mache. Also viele studieren und arbeiten vielleicht. Viele arbeiten und haben vielleicht daheim noch kleine Kinder, die sie irgendwie handeln müssen. Also unser Leben ist vielfältig und es ist, die Rahmenbedingungen sind dann vielleicht unterschiedlich, aber es ist, das Grundprinzip ist das Gleiche. Die Herausforderung ist immer, verschiedene Dinge unter einen Hut zu bringen, Anforderungen zu bewältigen, Überblick nicht zu verlieren. Ich werde immer so ein bisschen hin und her switchen, weil ich weiß, wir haben alle vielleicht eine Arbeit oder studieren oder eben beides und vielleicht für sich selber die Übertragung machen, was bedeutet das für mein Leben? Denn es geht immer darum, die Veranstaltung hier heißt Selbst- und Zeitmanagement. Das heißt, was manage ich? Mich selbst, ist egal, was ich mache, und meine Zeit, die begrenzt ist, und die Tätigkeiten, die ich in meine Zeit packe oder eben nicht mehr reinpacke. Das Ziel ist hier nicht, dass ich noch mehr in meine Zeit reinkriege, dass ich noch effektiver werde und noch ein Hobby mir zulege und einen Kurs mehr belege und noch eine Tätigkeit auf der Arbeit mehr übernehme, sondern eigentlich ist das Ziel von gutem Selbst- und Zeitmanagement, echte Pausen und Regeneration zu haben. Die wiederum bewirkt natürlich, dass ich effektiver arbeite, dass ich mehr Kraft habe, dass ich ja, auch motivierter bin, mehr auf den Punkt kommen kann. Und was ich schon gesagt habe, eben, ich kann mich selbst managen, die Art, wie ich Dinge angehe. Nicht alles kann man beeinflussen, aber man kann Einfluss nehmen. Und darum geht's. Der Wunsch ist natürlich von uns allen, wir wollen irgendwie effektiv arbeiten, wir wollen unsere Sachen gut machen, wir wollen eben nicht hektisch im Wasser strampeln, dass wir nicht untergehen, sondern wir wollen auch einen Spaß dabei haben. Und das ist natürlich auch eine Bestätigung, eine Belohnung, wenn ich merke, ich, das, was ich mache, mache ich gut. Wir wollen den Überblick nicht verlieren, weil das ist, glaube ich, eben wenn man das Gefühl hat, man geht unter, dann hat man den Überblick verloren, dann schwappt alles so über einen hinein. Und eine Sache, deswegen konstant dranbleiben, vielleicht immer mal wieder reflektieren, den Aufwand richtig einschätzen. Das kann man manchmal erst in der zweiten Runde. Und man sagt, bei der einen Klausur bin ich halb durchgedreht, ich habe sie irgendwie geschafft, okay, ich habe mehr Zeit gebraucht, ich hätte irgendwas anders machen können, was kann ich das nächste Mal anders machen? Und da vielleicht dann in kleinen Schritten dran arbeiten.
Und es geht auch darum, einfach mal Durststrecken zu meistern. Es gibt immer wieder Phasen im Leben, da ist es viel. Da ist es stressig auf der Arbeit kurz vor Weihnachten und die Geschenke müssen besorgt werden und was auch immer. Also ich finde, Dezember ist oft sehr anstrengend und feiern ohne Ende. Und man hat noch den Anspruch, zur Ruhe zu kommen. Also auch mal, dass man merkt, okay, was kann ich machen, um diese Durststrecke gut zu meistern? Klausurenphase, der Klassiker. Ich will mir jetzt erstmal, dass wir zusammen uns unser Leben angucken und uns erstmal bewusst machen, was bedeutet das eigentlich? Denn im ersten Schritt denkt man oft, okay, zum Beispiel, ich bin Studentin, ich bin Student, mein Leben ist das Studium. Das sind die Termine, das sind die Vorlesungen. Wenn man aber mal genau hinguckt, ist es das nicht alles, sondern das Studium bedeutet auch noch ganz viel Orga drumherum. Ich muss mich um Prüfungsanmeldungen kümmern, ich muss Vorlesungen vor- und nachbereiten, wenn es blöd läuft, Texte für Seminare lesen oder irgendwelche Übungen machen, ich muss mich um Raumänderungen kümmern. Das weiß wahrscheinlich jeder, wie das ist. Es hängt da eigentlich noch viel mehr dran. Ich bin nicht nur diese 1,5 Stunden im Seminar und ein bisschen vorher, nachher da, sondern das ist oft viel mehr Arbeit. Und wenn ich da total erschöpft ankomme, habe ich auch nicht viel davon und muss, wenn es blöd kommt, noch was nacharbeiten. Und in der Arbeit ist es auch ähnlich. Da wirkt es immer so, als wäre es vorbestimmt, aber ich muss auch meinen Urlaub planen. Ich muss, wenn ich merke, ich bin den ganzen Tag auf Arbeit, ich muss mir vielleicht was zu essen mitnehmen, meine Fahrt planen. Also es ist immer ein bisschen mehr. Und oft haben wir nur diese Termine im Kopf und denken uns, der Rest ist doch Freizeit. Und da ist noch Platz auf der Folie. Es ist eben nicht nur Freizeit, sondern da kommt noch dieses Leben. Und dann denken wir, das ist doch meine Freizeit, das ist doch meine Erholung. Und dann hat man eine Wohnung, dann hat man dreckige Wäsche, dann hat man vielleicht eine Familie, dann hat man Freunde. Wir wollen ja nicht ins Strampeln geraten und das soll ja auch Erholung sein. Und es ist nur gut zu wissen, dieses Leben läuft auch nicht nebenher, sondern das bedeutet auch eine Sache, die ich im Blick haben muss, die mir Zeit und Kraft auch nimmt. Ich gehe jetzt noch mal kurz ein bisschen genauer rein. Ich glaube, das Grundprinzip haben wir eigentlich verstanden. Im Mittelpunkt stehe ich als Person, dann kommt eben das Studium oder die Arbeit, dann die Veranstaltungen, Vor- und Nachbereitungen, Hausarbeiten, Referate, da hat man keine Termine, aber die bereiten sich auch nicht von alleine vor. Die ganze Planung, dann habe ich ein soziales Leben. Spätestens seit X Lockdowns wissen wir, das ist wichtig. Es fehlt einem irgendwann. Man hat eine Familie, die Oma hat ihren 80. Da braucht man auch Zeit für. Man hat vielleicht eine Beziehung, sollte man auch nicht schleifen lassen, ist auch nichts Selbstverständliches. Freunde, dann kommt die Freizeit dazu. Man will vielleicht Sport machen. Man muss auch mal feiern gehen, das ist ganz wichtig. Ich habe die Pausen erwähnt, dieses mal alles loslassen, Druck rauslassen, vielleicht den nächsten Tag frei einplanen, das ist auch wichtig. Hobbys, Ehrenämter. Und dann das, was ich Leben genannt habe. Essen. Sonst ist Leben nicht so wirklich lang möglich. Und es macht natürlich auch was aus. Wenn ich mich nur mit Chips ernähre, dann ist vielleicht die Qualität auch irgendwann dahin. Also der Haushalt, die Wollmäuse, die rumflitzen. Es muss ja auch mal Zeit sein, unter der Woche noch zum Arzt zu gehen, die auch irgendwie verkürzte Sprechzeiten haben. Wir sehen, das ist einiges, um das wir uns kümmern. Ich glaube, ein Punkt kommt noch genau. Im Studium vielleicht der Nebenjob, der manchmal auch viel Zeit einnehmen kann. Das sind viele Kleinigkeiten, die manchmal leiser und mal lauter nach uns rufen. Ich habe eine Dreiviertelstelle, also ich arbeite 75% hier an der TU in der Bibliothek und ich studiere noch in der Uni Potsdam in Präsenz, in Teilzeit nur, aber das sind auch 50%. Und da muss man in Mathe nicht gut sein, das sind mehr als 100%. Ich mache das alles sehr gerne, aber ich muss auch immer viel in ein Leben bringen. Und wenn man nicht aufpasst, woran spart man? An sich selber und an seinen sozialen Beziehungen. Was eben auch nicht gut ist. Das heißt, man schläft wenig, man kümmert sich weniger um seine Ernährung. Und natürlich will ich alles gut machen. Und dann, als ich das angefangen habe, habe ich einem Freund davon erzählt, ganz begeistert, was ich jetzt hier für eine Arbeit habe und dass es mit dem Studium geklappt hat. Und dann hat er nur geschmunzelt und hat gesagt, er muss mir was aufzeichnen, mir ein bisschen was zeigen. Dann hat er so ein Dreieck aufgemalt.
Und dann hat er oben gesagt, hier, du hast dein Sozialleben, das ist dir auch wichtig. Ja. Du willst genügend Schlaf haben und dich um dich selbst kümmern. Ja, klar, sonst läuft ja alles nicht. Und du willst natürlich gut sein in dem, was du machst. Natürlich. Will man ja. Und dann hat er nur gegrinst und reingeschrieben, ja, wähl zwei davon. Denn wenn ich ein total lebendiges Sozialleben habe, mich gut um meine Beziehungen kümmere, richtig gut in der Arbeit und in der Uni bin, wird es an irgendwas mangeln. Irgendwo muss ich Abstriche machen. Und das ist, glaube ich, auch dieses, was man sich bewusst machen muss. Wenn ich einfach nur Gas gebe und nicht nachdenke, wird es an irgendeiner Ecke fehlen. Das, was ich gesagt habe, die Sachen rufen laut nach mir. Das ist die Frage, bin ich das Pferd, das geritten wird? Oder bin ich der Reiter, der die zumindest versucht, so die Umstände und meine Termine zu regeln? Denn es geht darum, dass wir im Gleichgewicht sind. Wir leben ja nicht nur ein Jahr lang, sondern das soll ja lang funktionieren. Wir sollen ja auch länger Spaß an den Sachen haben, die wir machen. Kann man auch anders aufteilen, und das ist so ein bisschen, sieht ein bisschen mehr nach Balance aus, weil das kein Dreieck ist, sondern ein Vierergespann. In diesem Balance halten ist es völlig in Ordnung, wenn ein Bereich mal eine Überlastung hat, wenn in der Klausurenphase Studium und Arbeit ganz viel Raum einnimmt. Aber dann muss mir klar sein, die anderen Sachen treten zurück ganz automatisch, weil der Tag nur 24 Stunden hat. Und wenn ich nicht aufpasse, dann verkümmern die Bereiche entweder, also mein Sozialleben, Kontakte werden einschlafen, es wird mir fehlen, es wird Auswirkungen auch auf mich haben. Und deswegen ist es gut, sich das so ein bisschen im Blick zu behalten, zu sagen, okay, ich brauche auch mal eine Phase, wo ich keine Hausarbeit schreibe, wo ich einfach mal 2 Wochen sage, das Studium ist jetzt gerade auf Pause, ich kriege das irgendwie organisiert und ich mich wieder um die anderen Sachen kümmere oder mir überlege, wie kann ich das vielleicht besser im Gleichgewicht halten, wenn es zu lang dauert. Genau, also es darf auch mal im Ungleichgewicht sein, aber nicht statisch im Ungleichgewicht. Und dieses sich selbst managen. Je besser man sich kennt, umso leichter ist es. Dass man sich nochmal bewusst macht, wie ist denn so meine Leistungsphase am Tag? Das ist hier jetzt so eine ganz durchschnittliche, aber wir sind ja alle nicht Durchschnitt. Wir sind ja alle Individuen und wir haben Angewohnheiten, aber wir sind auch einfach Persönlichkeiten. Wir sind entweder eine Lerche oder eine Eule oder ein spannendes Mischwesen daraus. Und es ist aber einfach gut zu wissen, wo sind denn meine Schoko-Arbeitszeiten? Wo sind die Zeiten, wo ich nie was auf die Reihe kriege? Dann plane ich mir da aber auch Dinge ein, für die ich keinen hellen Kopf brauche, sondern da räume ich halt dann Unterlagen auf, wenn ich viel zu tun habe. Und was ich an der Übersicht sehr spannend finde, dass es hier so zu 20 Uhr, wo man auf dem Sofa versackt, dass man da eigentlich nochmal eine Hochphase haben könnte. Also da könnte man nochmal so ein leichtes Hoch haben, wo man konzentriert ist. Wenn man vielleicht auch das Loch davor einfach zugelassen hat. Also es ist ja manchmal dieses, wenn man den ganzen Vormittag durchpowert, braucht man danach vielleicht auch eine längere Regeneration. Das ist so, wie wenn ich in der vorlesungsfreien Zeit an der Hausarbeit arbeite oder eben auch in der Arbeit, muss ich das beachten. Ist der Vormittag extrem voll, dann bin ich am Nachmittag vielleicht einfach nicht mehr so brainy. Genau, also einfach dieses Morgen-Abend-Mensch, wo sind meine guten Zeiten und was verhindert vielleicht auch meine guten Zeiten? Meine Zeit, die ich zur Verfügung habe, wenn ich jetzt mal den ganzen Tag habe, ich habe von den Pausen und der Regeneration gesprochen, die Pausen sind wichtig, und zwar, dass ich richtig Pause mache. Hier ist es ganz klassisch und simpel aufgeteilt, indem ich einfach mein Frühstück habe, Mittag, also eigentlich das Essen, den Tag strukturiert. Und dazwischen habe ich 3 große Blöcke. Vielleicht denke ich mir, okay, ich habe heute richtig was vor. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich werde von morgens um 8 bis abends um 8 effektiv sein. Wenn jetzt schon alle sich denken, na, sicher nicht. Und hier ist es vielleicht auch wieder dieses Prinzip nicht schlecht anzuwenden, dieses wähle zwei davon. Dass man einen Bereich davon freilässt. Dass man, wenn man sagt, ich muss heute was auf die Reihe kriegen, dass man sagt, 2 Blöcke bin ich effektiv, die blocke ich mir auch. Aber den 3. Block lasse ich entweder komplett unverplant. Da bin ich dann mal spontan. Und wenn dann irgendwas länger dauert oder ich gerade so im Arbeiten drin bin, habe ich die Option, dass ich das ja mitnutzen könnte. Also gerne mal sagen, Puffer und Pausen einplanen. Entweder ich habe eine schöne Regeneration, weil ich war fleißig und bin eher fertig geworden.
oder ich habe nicht den Druck, ich muss jetzt fertig werden, weil danach steht das nächste an. Und auch Pausen sind nicht gleich Pausen. Wenn ich unterbrochen werde, reißt mich das von meinem Leistungspegel komplett raus. Das heißt, wenn ich weiß, ich muss jetzt einfach mal 2-3 Stunden konzentriert sein, muss ich mir überlegen, wie kann ich denn verhindern, dass ich unterbrochen werde. Klar, das Handy, irgendwelche Messenger auf dem Rechner, aber auch vielleicht ein Schild an der Tür, MitbewohnerInnen Bescheid geben, bitte nicht stören. Einfach da mal kurz überlegen, was reißt mich denn oft raus, so dass ich dann wirklich raus bin. Und das habe ich geklaut von irgendeiner Studie. Es ist wirklich so, wenn man rausgerissen wird, wenn es eine Unterbrechung gibt. Wir kennen es, wir müssen ja manchmal so leicht wieder reinkommen, um effektiv zu werden. Man braucht die gleiche Kraft wieder. Man kann nicht in der Mitte wieder einsteigen nach so einer Unterbrechung. Das vielleicht auch nochmal mitbedenken, dass die Pausen entsprechend sind, sodass ich danach wieder gut einsteigen kann, aber dass ich auch diesen Einstieg brauche. Und ich habe vom Selbstmanagement geredet und davon, dass wir alle unterschiedlich sind. Wir haben alle eine Persönlichkeit. Wir haben gewisse Dinge, auch die springen wir an, einfach weil wir so sind, wie wir sind. Wir haben Prägungen, jeder hat so kleine Botschaften im Kopf. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, also erst wenn alles erledigt ist, darfst du dich entspannen. Das kann einen motivieren, dass man sagt, okay, ich gammel jetzt nicht auf dem Sofa, sondern ich erledige erstmal mein Zeug. Es kann aber auch bewirken, dass ich mir denke, oh Gott, die Arbeit ist ja nie erledigt. Ich darf mich also nie entspannen. Und das sind so Antreiber, die können uns pushen, die können wir nutzen, aber die können uns auch ganz schön reintreiben. Die können uns reiten. Und je gestresster wir sind, desto weniger können wir handeln. Das heißt, dann sind wir das Pferd. Und auch hier geht es wieder darum, ich kann mich jetzt nicht von heute auf morgen komplett verändern. Aber ich kann das langsam angehen. Und wenn ich mir das einmal bewusst gemacht habe, denke ich mir, aha, jetzt gerade will ich wieder perfekt sein. Jetzt schalte ich meinen Gang zurück und weiß, 80% ist immer noch eine sehr gute Leistung und trainiere damit, selbstzufrieden zu sein. Oder wenn ich Zeit habe, motiviere ich mich auch dadurch und genieße es einfach, dass ich Dinge perfekt abgeben kann. Also das ist auch eine Motivation. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Testen. Und als letztes ist noch dieses, wir müssen das nicht alleine machen, gerade wenn es mal schwierige Zeiten gibt, wenn uns Dinge über den Kopf wachsen. Es ist völlig normal, es ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Ich habe hier mal das Studierendenwerk in Berlin, die haben zum Beispiel viele Tipps. Es gibt Beratungsstellen, aber es gibt eben auch Tipps, wie organisiere ich mich selber. Da kann man sich Hilfe suchen. Da ich an der Uni Potsdam studiere, kenne ich diese Seite und da steht auch ganz viel, das ist so ein bisschen bezogen aufs Online-Studium, aber ich finde das wirklich gut, weil da ganz viele Details, da kann man mal so durchgehen, wie kann ich gut arbeiten, wie kann ich mich strukturieren, wo gibt es Hilfsangebote. Und wenn man mal richtig am Strampeln ist, ist es überhaupt kein Problem, sich auch mal Hilfe zu suchen, indem man bei der Telefonseelsorge anruft. Streue ich jetzt hier einfach mal nur so. Ich hoffe einfach, dass es niemand braucht. Aber wenn, die Leute sind genau dafür da, die warten nur drauf, dass jemand nachts um 3 anruft und sagt, mir wird alles zu viel. Und es gibt auch dieses Nightline Berlin und da sitzen Studierende am Telefon. Da kann man anrufen und da weiß man, da sitzt jemand, der kennt meine Lebenssituation. Vielleicht braucht man mal nur jemanden zum Reden, der nicht aus dem sozialen Netz ist. Aber auch das soziale Netz ist wichtig und das darf man aktivieren, gerade wenn man viel um die Ohren hat. Oder merkt, ich möchte in dem Bereich irgendwie was lernen. Dann kann man fragen, kannst du mich unterstützen oder könnt ihr mich da einfach mal in Ruhe lassen, dich nicht so oft melden oder was auch immer. Also spannen Sie da ruhig irgendwie Ihr soziales Netz mit ein. Wir sind alle soziale Wesen, wir sind keine Einzelkämpfer. Das war's eigentlich von mir. Ich hoffe, alle haben irgendwas mitgenommen und eine Idee im Kopf mitgenommen. Und ja. Jetzt ist die Frage, ob es noch Fragen gibt. Ja, am besten nicht so kleinteilig, weil man sonst zu sehr gefangen in dem Ganzen ist. Also es ist besser, man plant sich die großen Brocken als Fenster ein und dann, da gibt es dieses Kieselsteinprinzip, also wie ein Glas, wo ich erst die großen Sachen rein und der Rest füllt sich rein. Also das dann eher so als, würde ich gerne in der Zeit machen, also nicht zu kleinteilig. Das
entspricht nicht dem Leben. Ich persönlich liebe To-Do-Listen, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann es nicht mehr vergessen. Ich sehe die irgendwann wieder. Also wenn die zu voll ist, kann sie einen auch überrollen. Ich versuche sie immer nicht so groß zu halten. Also es ist, ich glaube, es hat eher diesen Effekt, dass es raus aus meinem Kopf und ich weiß, es ist trotzdem nicht weg und es beschäftigt mich nicht dauernd. Ja, und das ist total gut, weil das fördert die Selbstmotivation, dieses, ja, ich bin kein Versager, wenn ich die Max-Liste nicht geschafft habe, ne? Sondern ich habe was geschafft. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal.